Möp, möp. Macht's hier gerade. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, wo ich sage. Diese Lichtwand sollten wir auf jeden Fall überqueren. Das ist unser Hauptziel. Aber bevor wir das anstreben, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dishonored. Wer hätte es gedacht? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ja. Das müsste ja dann sein, ne? Ich weiß nicht, wie viel Uhr wir haben. Obwohl, doch, das könnte hinkommen. Nee. Hä, wo ist denn der letzte? Ich hab doch da oben gespeichert. Warum hat er den nicht genommen? Bin ich jetzt doof? Ich hab doch da oben... Egal. Wir haben in der Zwischenzeit ja nichts Neues aufgesammelt. Wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, wir können das Ganze jetzt etwas schneller angehen. So. Können wir hier direkt rein? Nein. So. Wie ein großer machen wir das hier. Wobei uns das hier nicht wirklich viel bringt. Ja, liebe Leute, und eine Premiere in all meinen Let's Plays bisher. Mein Timer ist gerade ausgegangen, kurz nachdem ich ihn aktiviert habe. Und ich habe hier, da ich mir vorhin etwas im Backofen warm gemacht habe, auf meinem Schreibtisch eine Eieruhr stehen. Und die stelle ich mir jetzt mal als Timer. Das heißt, ihr könntet den Timer auch am Ende der Folge diesmal erstmal seit langer Zeit hören. Ich habe den ja sonst immer stumm geschaltet auf Vibration. Moment. So. Ihr hört ihn ticken, hoffe ich. Ich stelle ihn mal etwas weiter weg, damit ihr den nicht so laut ticken hört. Falls ihr ihn doch ticken hören solltet, tut mir das leid, aber es geht gerade nicht anders. Wo das schon so ein bisschen Kirre macht. Aber egal. Das soll nicht eure Sorge sein. Da hinten ist er, der sieht mich nicht. Wie sind wir denn? Ach, von da, ne? Moment, ich wechsle nochmal eben. Der ist zu weit weg, der wird da nicht gesehen. Tatsache. Eieiei, ja, es hilft ja nichts. Na komm, lad nach. Oder können wir hier gar nicht rein? Dann war die ganze Mühe umsonst. Sind sie wahr umsonst? Wir können hier nicht rein. Da, 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 da. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken? Das ist übrigens, glaube ich, die gleiche Melodie des Liedes, was hier in diesem Spiel, in diesem Liederbuch, das war ziemlich mit einer der ersten, in einer der ersten Folgen, da lag so ein Buch, so ein Kinderbuch mit Walen, glaube ich, ging es da auch drum. Und das passt genau auf die Melodie von What shall we do with the drunken sailor? Und das Ticken tickt. Sonst wäre es kein Ticken. Ja. Slackjaw. Okay.
Ja, hier wird auf jeden Fall von Slackjaw gesprochen, der hier früher mal das Sagen große hatte, aber dann kam eine Anführerin, Morley, nee, gar nicht wahr. Ein Name wird hier aber, glaube ich, nicht genannt. Zumindest habe ich gerade keinen gesehen. Also hat es sich doch ein wenig gelohnt, hier hochzugehen. Zumindest für das Buch. Ja, es hilft nichts. Wir müssen jetzt mal warten, bis er hier ein bisschen weggeht. Wir müssen ja da in die Tür rein. Denn das ist jetzt wirklich unser Hauptziel. Hau doch ab, da unten. Ich würde ja gerne das Buch nehmen und da hinten hinwerfen als Ableckung, aber das geht jetzt. Jetzt könnte ich eine Flasche gebrauchen. Jetzt hätte ich Lust, das auszuprobieren. Aber jetzt natürlich, wo man eine brauchen könnte, da ist keine da. Das Buch kann man auch nicht so runterschubsen, dass wir, wenn wir uns da dran drängeln. Ne. So, wo gehst du jetzt her? Geh mal ein bisschen zurück. Ups, ich sollte vielleicht unten bleiben. Da ist noch ein Walöltank. Wen hat er denn da? Oder sind das... Oder jagt er Ratten? Das hat er ja eben schon mal gehabt. Da waren wir dazwischen. Beziehungsweise für euch in der letzten Folge. Aber... Gehst du jetzt mal bitte weg? Oder fällt dir das immer an der Stelle ein? Och, da ist ja irgendwas zum Jagen. Fluchen können sie auf jeden Fall wie die Weltmeister. So. Jetzt gehen wir erstmal da rein. Wir kommen ja hinterher bestimmt wieder zurück und wir müssen ja eh über die Lichtwand hinüber. Zur Erinnerung, das ist ja auch ein Ziel gewesen, was uns oben links mal angezeigt wurde in der letzten Folge. Schauen wir mal, was es hier in Dr. Galvanis Büro gibt. Auf jeden Fall möchte die Lumpengräfin da irgendwas haben. Für eine Straßenbande. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ratteneingeweide in 21 Metern. Sieht schon so ein bisschen creepy aus, wenn man nur die Augen so angedeutet sieht, wie diese weißen Punkte da. Da könnte man. Aber erstmal vielleicht auch kurz abwarten, ist gar nicht mal so doof. Den könnte man erwürgen, theoretisch. Und dann müsste man den aber schnell wegtragen. Und es gibt hier auch Sokolovs Gemälde von Sokolov, glaube ich. Hui, hallo. Der steht aber zu nah an der Wand, dass wir ihn von hinten würgen könnten. An der Stelle zumindest. Und der ist sowieso im Weg. So, wenn er jetzt weggeht. Nee, aber er geht nicht weg, er geht in diese Richtung. Ich glaube, er sollte uns noch nicht so viel stören. Der könnte auch hinter einer Tür sein. Das sieht man hier nicht so genau. Der soll nach da hinten gehen und der soll sich wieder nach rechts drehen. Dann könnten wir ihn von hinten umwürgen. Umwürgen. Auch ein tolles Wort. Ja, das sieht gut aus. Du bleibst jetzt bitte da. Nein. Och Mensch. Wenn er sich nämlich jetzt umdreht und könnte uns nämlich deine Ecke sehen. Deswegen habe ich mich gerade schnell wegteleportiert. Leute, Leute, Leute. Also ihr seht, es ist nicht geradezu einfach. Das kann man nicht behaupten. Ach so. Jetzt gleich sollte es aber mal vorangehen. Geh doch mal da hinten hin, bitte. Du nervst. Der ist hinter der Tür tatsächlich. Ja. Das heißt, der hat uns nicht zu stören. Das sind nur die beiden. Verdammt, ey.
Hast du gehört, dass die Aufseher Morris einkassiert haben wegen schwarzer Magie und so? Und so, okay. Das ist auch das erste Mal, dass ich das in einem Videospiel sowas höre. Sowas wie und so. Ich weiß nicht. Ja. Oh, das war eng. Das war echt eng. Und der kommt schon so ein bisschen skeptisch. So, jetzt bleibst du bitte da stehen oder du bleibst da stehen. Nee. Ach, Leute, es ist nicht einfach. So, und jetzt gehst du bitte mal wieder da hinten hin, wo du hergekommen bist. Das wäre super. Das würde vieles erleichtern. Es geht jetzt gleich weiter, versprochen, liebe Leute, aber ich möchte natürlich auch gerne schleichen. Ja. So, und du gehst jetzt bitte nach da hinten hin. Das wäre jetzt optimal. Oh. Habe ich hier gespeichert? Ich mach's jetzt nochmal. 21:32, ja. Ah, shit. Ich bin auf die falsche Taste gekommen. Aber das könnte eine Möglichkeit sein. Eventuell sind wir da auch schon wieder ein wenig zu spät, aber ich versuche das jetzt nochmal. Ich hoffe es mal nicht. Nein. Machst du trotzdem mal lieber zu? Das ist ziemlich nervenaufreibend, aber so sollte es ja auch sein. So. Ich bin der Meinung, das ist zu nah für einen. Obwohl, nein. Obwohl doch, wenn die Tür, dann. Ja, die Tür ist da im Weg. Sonst könnten wir daher gehen und den von hinten. Oh. Wie alt war nochmal deine Schwester? Nicht jetzt, bitte. Was macht er denn da für komische Handbewegung? Ist hier sonst irgendwas? Oh, ganz schön, doch, ja. La 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 la. Watschel, wie du willst tranken, Zähler. Watschel, wie du willst tranken, Zähler. Ah, das ist zu riskant, Leute. Das ist zu riskant, da jetzt reinzugehen, ohne weiteres. Ja, komm, lad auf. Steht der da? Oh, ich wollte gerade zu ihm hin und ihn ummeucheln. Gut, dass ich es nicht getan habe. Kann ich jetzt auch nicht reingehen, der steht da so doof. Der guckt jetzt in die Richtung. Oh, Leute! Wenn er sich jetzt wegdrehen würde, das wäre super. Nein, er dreht sich genau, kommt genau hier hin. Und wenn ich jetzt reingehe... Das macht Spaß, aber es ist mega aufwendig. Und wenn das für euch ein bisschen langweilig zum Zusehen ist, dann tut mir das auch leid. Und ich entschuldige mich sehr oft in diesem Let's Play, merke ich. Obwohl das jetzt eigentlich nichts war, worüber man sich entschuldigen müsste. Ihm fällt aber auch überhaupt nicht auf, dass die Leute da weg sind, ne? Wo gibt's bei ihm denn eine Stelle, wo man ihn erledigen könnte? Vor allem, es ist auch, glaube ich, besser, dass wir die hier so ausschalten, denn es kann ja auch gut sein, dass wir hier hinten auch nochmal wieder dann raus müssen. Ups. Ich weiß es nicht. Geht er jetzt wieder da hinten hin? Ich hab's mir... Ihn habe ich mir nicht so gemerkt. Ich habe eher auf die anderen beiden geachtet und meistens geguckt, dass er wegguckt.
Das ist ja cool. Rotzt du da noch einmal hin, dann kriegst du von mir einen drüber. Das mag ich ja gar nicht, sowas. Wieso ist hier niemand auf Patrouille? Ach! Moment, wir machen jetzt mal was ganz anderes. Ja. Vielleicht habt ihr ihn gehört, liebe Leute. Den Wecker. Ich bin auf die Aktion gerade relativ stolz, auch wenn sie sehr lange gedauert hat. Aber in der nächsten Folge geht's dann dafür umso unbeschwerter hier durch Dr. Gavanis Bruchbude. Obwohl, das ist ja eigentlich noch relativ gut erhalten, wenn man das mal mit den anderen Gebäuden der Stadt vergleicht. Zumindest mit den meisten. Ja, was wir hier erleben werden und noch mehr, das erfahren wir frühestens in der nächsten Folge. Haben wir wieder was gelernt, nämlich, dass ein Dreier bewusstlos gemacht haben tun, ja, lange dauern kann, aber doch fruchtbar wird. Bis zum nächsten Mal und tschüss.